Hallo, ich heiße Senab und in diesem Lernzyklus möchte ich mit dir die Eigenschaften von Vierecken durchgehen. Bevor wir allerdings beginnen, schauen wir uns zuerst noch einmal die Beschriftung von Vierecken und die Winkelsumme im Viereck an. Um in diesem Video gut mitmachen zu können, brauchst du die folgenden Materialien. Bereite dir ein Geodreieck, eine Schere, ein Blatt Papier und einen Bleistift vor. Wie beschrifte ich Vierecke richtig? Schauen wir uns das noch einmal genau an. Die Beschriftung erfolgt immer gegen den Uhrzeigersinn. Das ist in der Mathematik die positive Richtung. Die Eckpunkte werden mit Großbuchstaben beschriftet. Groß A, B, C und D. Die Seiten werden mit Kleinbuchstaben beschriftet. Klein a, B, C und D. Die Winkel werden mit den ersten vier Buchstaben aus dem griechischen Alphabet beschriftet. Diese lauten Alpha, Beta, Gamma und Delta. Zuletzt bleiben noch die Diagonalen. Diese beschriften wir mit klein e und f, wobei e die Diagonale von a bis c ist und f die Diagonale von b bis d. Super, jetzt kannst du jedes beliebige Viereck richtig beschriften. Schauen wir uns jetzt die Winkelsumme im Viereck an. Zeichne dir zuerst ein beliebiges Viereck auf dein Papier und beschrifte dieses anschließend, so wie hier dargestellt. Schneide nun das Viereck entlang der strichlierten Linien in vier Teile, so wie auf dem Bild rechts abgebildet. Male jetzt jedes der vier Teile in einer unterschiedlichen Farbe an. Nun kannst du jedes der vier Teile so platzieren, dass sich die Ecken des Vierecks A, B, C und D in einem Punkt berühren. Das ist genau dieser Punkt hier. Und jetzt ist ganz leicht erkennbar, dass sich die Innenwinkel des Vierecks auf einen vollen Winkel ergänzen, nämlich genau 360 Grad. Also folgt, dass Alpha plus Beta plus Gamma plus Delta gleich 360 Grad ist. Das ist die Winkelsumme im Viereck und das gilt in jedem Viereck, egal wie es aussieht. Danke fürs Zuhören. Schau dir gleich das nächste Video an, um die besonderen Eigenschaften von den verschiedenen Vierecken kennenzulernen. Tschüss!